Wie oft haben wir uns schon auf etwas oder jemanden verlassen, als es um etwas Wichtiges ging? Und wie oft wurden wir dann doch zum Schluss enttäuscht? Wir alle hatten bestimmt schon die Situation, in der wir enttäuscht oder verletzt wurden, weil wir uns nicht auf die Person verlassen konnten. Dinge wie eine vermeintliche Freundschaft bedeutet meinem Gegenüber weniger als mir. Und so weiter. Auch in der Bibel wird von Menschen erzählt, denen es genauso erging. Ein Beispiel sind die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie haben mit Jesus großartige Dinge erlebt und waren überzeugt, dass er der Retter Israels ist und sie die Römer vertreiben. Sie waren der Meinung, mit ihm wird alles besser. Doch wie ihr wisst, kam alles anders. Jesus starb und die Römer blieben. Auf dem Weg nach Emmaus sprachen sie über ihre Enttäuschung und irgendwann gesellte sich ein Mann dazu. Aber die Jünger waren so enttäuscht und deprimiert, dass sie nicht merkten, dass es der auferstandene Jesus war. Nachdem er sich mit den Jüngern unterhalten hat, meinte er, es fällt ihnen schwer zu glauben, was die Propheten in der Bibel gesagt haben. Somit erklärte er ihnen, was die Bibel tatsächlich sagt. Was sagt uns das? Für mich persönlich bedeutet es, dass wir uns in Zeiten des Zweifels und der Angst an den Zusagen und Versprechen der Bibel festhalten sollten. Und auch wenn wir Situationen haben, wo wir denken, es geht nicht mehr oder warum hat Gott das zugelassen, müssen wir uns daran erinnern, dass Gott immer an unserer Seite ist und wir uns nicht zu fürchten brauchen. Denn alles geschieht aus einem bestimmten Grund, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Wir müssen nur vertrauen. Ja, die Verlässlichkeit Gottes. In der Bibel steht viel darüber, wie auch an dieser Stelle, dass sie dich stärkt und dir hilft und dich hält. Es gibt viele Situationen, wo man sich schwach fühlt, oft körperlich, wenn man viel Sport gemacht hat oder schlecht geschlafen hat oder noch viele andere Situationen, aber auch geistlich. Man hat Stress, Kummer, vielleicht hat jemand eine schwere Krankheit zu besiegen oder man hat Probleme mit den Eltern oder Freunden. Beim Körperlichen kann man eventuell mehr oder weniger was dagegen tun. Doch im Geistlichen braucht man oft Hilfe von außen. Und auch Gott kann dir da gut helfen. Vertraue ihm, bete zu ihm. Er kann auch in solchen Momenten sehr gut helfen, dich stärken. Vertraue ihm, verlasse dich auf ihn. Er wird helfen. Da kannst du dich auf Gott verlassen, egal wann, egal wo. Selbst wenn man denkt, es ist niemand mehr um einen rum, auf den man sich verlassen kann, dem man vertrauen kann. Doch, da gibt's einen. Der ist Gott. Wovor fürchtest du dich? Vor Ungerechtigkeit? Vor den Krisen dieser Welt? Der Pandemie, der Klimakrise, Hungersnöte, Stürme, Kriege? Vor Wandel? Vor Krankheit? Vor Unsicherheit auf den Verkehrswegen, davor, dass es deinen Lieben nicht gut geht. Fürchtest du dich selbst nicht genug zu sein, nicht gerecht genug, nicht bedacht genug? Furcht lähmt. Furcht macht Sorgen, Sorgen, die ins Leere führen, die unproduktiv sind und die uns Energie rauben und schöne Momente stehlen. Und dann kommt Gott und sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich stärke dich, ich helfe dir. Gott gibt uns die Stärke und den Mut, uns selbst zu motivieren und die aus der Furcht entstandene Lähmung umzuwandeln in Zuversicht und schließlich in Energie. Energie, etwas zu bewegen. Und was bewegst du nun mit Gottes Stärke?